Willkommen zurück zu FIFA 21. Hey Boss, besteht die Chance, dass ich im nächsten Spiel spielen darf? Du bekommst eine Chance, Bulic. Ich würde sagen, wir vertrauen generell mal auf einen etwas anderen Kader. Weil auf den Pokal möchte ich eigentlich nicht sonderlich viel Wert drauf legen. Wenn wir weiterkommen, ist es schön. Wenn nicht, soll es mir auch scheißegal sein. Ja, wo ist der denn? Ach, dort. Zentral defensives Mittelfeld, also. Vertraue nochmal auf einen anderen Torwart. Und generell auf einen anderen Cast auf der Bank. Nur so, dass wir es noch wenigstens irgendwie schaffen. Da gut durchzukommen. Egelhoff tauschen wir durch. Tauschen wir mit Deville. Dann müsste es eigentlich klappen. Wobei ich Deville gerne auf die Bank setzen möchte für je. So, das soll also unser Cast sein. Hoffen wir das Beste. Drei Auswärtsspiele hintereinander, das ist vielleicht etwas fies, aber wir müssen einfach alles überstehen. Denn sowas festigt auch. Boah, das war gerade fantastisch. Ja, mein Controller hat gerade den Kontakt zu Blazy verloren. Unser heutiges Sonderangebot im Fanshop ist der Saisonschal. Sparen Sie heute gleich 5 Euro. Seien Sie dabei. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Der Pokalschopf seine eigenen Gesetze, haben die mittlerweile auch das Branding für den DFB-Pokal übernommen. Wobei, sieht nicht danach aus. So, DFB-Pokal, erste Runde. Wir spielen gegen Karlsruhe. Das ist eher so eine Art Primary, weil die meisten Vereine spielen immer noch in der zweiten Runde. Das ist jetzt quasi nur so eine Art Vorrunde. Für die Vereine, die halt ganz unten platziert waren. Oder ganz oben, wenn es um die dritte Liga geht. Das soll abseits gewesen sein. Ja, da möchte ich aber nochmal Fernsehbilder sehen. Wobei, es ist jetzt schon zu spät. Kein Abseits. Boah, fantastisch. So kann es schön anfangen. Kann mir gut vorstellen, dass der KSC abgestiegen ist. Aber wir haben es nicht gesehen. Aber Guras schießt hier uns in Front. Ach, so ein Mist. Das zählt nicht als Foul? Gut, wenn er den Ball gespielt hat, von mir aus.
Und gleich das 2-0. Gut gemacht. Ja, immer schön nachlegen. Nur dann ist man abgesichert für solche Pannen wie das in Augsburg. Boah, ist das schlecht. So, jetzt komm. Sehr schön. Ja, ich denke mal, wir können die zweite Runde schon buchen. Dieser Südwestgipfel. Also generell gegen die Mannschaften gegen im Südwesten. Da könnten noch mehr in der zweiten Liga spielen, weil gegen die läuft es, glaube ich, ganz gut. Ach, schade, ich habe schon gedacht, der geht wieder rein. Naja, müssen wir noch ein bisschen warten. Unsere großen Momente kommen wieder. Das war gerade sehr clever gelöst. Das möchte ich noch mal gerne sehen. Aber die Lichtverhältnisse, die stimmt da gerade aber auch nicht. Das sind alles solche Leuchtgestalten, nicht wahr? Ein Lupferle. Ja, und schon das zweite Tor im DFB-Pokal. Karlsruhe können wir abhaken. Die sind keine Bedrohung für uns. Und so geht's in die Pause. 4-0. Und zwischen Erzgebirge Aue in Sandhausen steht's 0-0. Und das 5-0. Schon wieder Guras. Ja, ein Sinnbild. Ist euch egal, wer nicht mehr im Spiel ist. Oder wer im Spiel ist. Na, das war jetzt gerade nicht so dolle. Es hätte was richtig Schönes draus werden können, aber so. Ist es nix.
Ja, ich glaube, es hat sich gelohnt, auf jüngere Spieler zu setzen. So, jetzt tauschen wir mal hier ein paar Spieler aus, damit noch andere Leute an diesem wundervollen Spiel partizipieren können. Boah, das wäre sauer gewesen. Also ein Ehrentreffer, den gibt's heute nicht. Na. Also so gut ist es nun auch wieder nicht. Ah ja. Jetzt fängt er plötzlich an mit Tore schießen. Und jetzt wollt ihr plötzlich damit anfangen, Tore zu schießen. Also sucht euch ein anderes Hobby heute. Nicht so, jetzt Konter. Ja, das war nicht so toll. Aber gut, jetzt habe ich auch nicht mehr die schnellsten Spieler auf dem Platz. Super. Sieben zu null. Eine Machtdemonstration und das, obwohl wir nicht mehr das beste Aufgebot auf dem Platz haben. So, und das Spiel geht in die Verlängerung. Meine Fehler gewonnen haben. Setz dich nicht so sehr unter Druck. Du hast Erfahrungen gesammelt und das ist für jetzt erstmal die Hauptsache. Wir sind momentan auf Platz 5, wobei, glaube ich, nur eine einzige Mannschaft 6 Punkte hat. Oder? Ja, Greuther Fürth. Ne, der KSC ist tatsächlich in der zweiten Liga geblieben. Nur sie machen dort weiter, wo sie zuletzt aufgehört haben. Und für Darmstadt läuft es auch gerade nicht so gut. Und wir spielen sogar gleich gegen meinen Herzensverein. Oh, das ist nicht so schön. Wir lehnen ab. Wir brauchen unsere Spieler. Wobei, wir haben jetzt gerade wieder was in unser Postfach reingekriegt. Turnierpreisgeld. Sehr schön. So.
gegen Darmstadt, gegen meinen Herzensclub, gegen den Club, bei dem ich seit knapp 6 Jahren Fan bin, geht's als nächstes weiter. Bis zum nächsten Mal und schau Halle die Unstaffel und denkt daran, Freundschaft ist Magie.